Hey Leute, kurzes Update zum Ironman Lanzarote. Es ist bei mir heute leider ein Did Not Finish geworden. Woran lag's? Beim Schwimmen bin ich mit der 59 aus dem Wasser gekommen, was jetzt keine Glanzleistung heute von mir war, aber sage ich mal, aus den letzten Jahren bin ich gewohnt, ungefähr solche Schwimmzeiten zu schwimmen und es ist was, mit dem ich eigentlich noch relativ gut arbeiten kann. Und dann habe ich es doch, muss ich sagen, auf dem Rad ziemlich unterschätzt und vor allen Dingen da die Kombination aus Aero am Berg fahren und generell den Bergen einfach insgesamt. Es war muskulär für mich halt eine unglaubliche Herausforderung, den Kurs durchzuziehen und dabei halt vor allen Dingen irgendwie die Berge einfach anständig über die Bühne zu bringen. Und das hat sich leider dann auch, sage ich mal, zum Großteil des Kurses einfach durchgezogen. Da habe ich den Kurs einfach unterschätzt und habe auch nicht ganz die Form gehabt, um das so durchzuziehen. Dann am Ende gab es aber eine Flachpassage, die hat mich dann noch, sage ich mal, ein bisschen gerettet vorm Laufen. Und habe dann aber beim Laufen relativ schnell gemerkt, dass ich muskuläre Probleme habe, die sich so im Bereich von den Adduktoren und von der Glutealmuskulatur bewegen. Und die konnte ich dann auch nicht mehr wirklich rauslaufen. Ich habe es dann, die ersten 14 Kilometer gingen noch ganz gut und dann hatte ich einfach quasi so ein brennendes Stechen plötzlich in den Adduktoren. Und dann habe ich noch probiert, ein, zwei Mal anzulaufen, aber das hätte wahrscheinlich einfach deutlich mehr Schaden angerichtet, als es dann irgendwie, sage ich mal, das anständig zu Ende bringen genutzt hätte. Und von dem her war Did Not Finish heute für mich leider dann eine Option. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich muss das Ganze jetzt irgendwie erstmal verarbeiten und einen Haken daran setzen und werde dann einfach mal in den nächsten Tagen schauen. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich mir auch noch meinen Kona-Slot erarbeiten kann, aber dazu wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch ein paar Updates geben. Und ja, stay tuned.